Viele von euch kennen ja bereits das Video von dem Howard Light Impact Sport aktiven Gehörschutz, in dem ich es auch wärmstens empfehle. Und ich stehe weiterhin zu dieser Meinung. Mittlerweile muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, auch wenn das relativ schnell und einfach durch Honeywell, der Vertrieb davon letzten Endes ist, ausgetauscht wurde, dass ich einen technischen Defekt an meinem hatte, dass er einfach nicht mehr die Mikrofone aufgemacht hat. In Sachen Preis-Leistung muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier eigentlich fast nicht zu schlagen, wenn man überlegt, dass man den für 50, 60 € bekommt und das als aktiven Gehörschutz. Er hat aber auch seine Defizite. Von der Firma 3M Peltor wurde mir nun zum Reviewen und zum Vorstellen ein 3M Peltor SportTag aktiver Gehörschutz zur Verfügung gestellt. Den möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Auch dieser Gehörschutz ist ein aktiver, das heißt, ich habe eine elektronische Komponente mit drin, bei dem sich Umgebungsgeräusche verstärken, ab einem gewissen Pegel aber die Mikrofone wieder zumachen und damit der Schutz greift und Impulsgeräusche eliminiert werden. Ich hatte jetzt gestern die Möglichkeit, das erste Mal diesen Gehörschutz tatsächlich auf dem Stand, einem Indoor-Stand wohlgemerkt, wo die Geräuschkulisse eine etwas andere ist als auf einem Outdoor-Stand, zu testen. Und ich bin begeistert, sage ich ganz ehrlich. Die Dämmwirkung dieses Gehörschutzes ist hervorragend. Ich habe selbst bei mir Probleme gehabt, beim eigenen Sprechen meine eigene Sprache zu verstehen, aber die Umgebung konnte ich super wahrnehmen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also in Sachen Grunddämmung ohne dem aktiven Teil ist dieser Gehörschutz dem Impact Sport durchaus überlegen. Von der Funktion her muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich sehr schön finde im Vergleich zum Impact Sport ist, ich habe hier drei Taster. Ein Taster zum Einschalten und zwei Taster zum Lauter und Leiser drehen für die Mikrofone. Beim Einschalten 2 Sekunden gedrückt halten und es ertönt ein Piepton im Gehörschutz, damit man auch tatsächlich mitbekommt, dass der Gehörschutz eingeschaltet wird, also aktiviert wurde. Selbiges beim Abschalten. Das heißt, ich drücke zum Einschalten 2 Sekunden, drücke zum Abschalten 2 Sekunden. Es ertönt ein Piepston und ich weiß, das Gerät ist an- oder ausgeschaltet. Sehr schön auch ist, ich stelle mir das Ding einmal ein, schalte ihn aus. Schalte ihn wieder ein und ich habe das Ding auf der gleichen Lautstärke, wie ich ihn hinterlassen habe. Das ist natürlich richtig cool. Was ich bei dem Impact Sport ein bisschen kritisiere ist, was ihn nicht schlechter macht, aber was ich ein bisschen kritisiere ist, durch diesen Poti muss ich stellenweise erst relativ laut aufdrehen, bis tatsächlich die Mikrofonie eingeschaltet ist und dann langsam wieder zurückpegeln. Und das muss ich jedes Mal machen, wenn ich den Gehörschutz aufsetze. Geliefert wird der SportTag mit 2 verschiedenen Deckeln. Er wird geliefert mit orangenen Deckeln, so draußen für die Treiber bei der Yacht zum Beispiel. Und wie ich sie jetzt montiert habe, mit schwarzen Deckeln. Gefällt mir persönlich besser, ist aber persönliche Präferenz. Wie gesagt, die Dämmwirkung ist sehr schön. Sehr gut, also ich war gestern sehr, sehr begeistert. Die Polster sind sehr weich. Das heißt, sie umschließen auch wunderbar ein Brillengestell. In meinem Fall gestern auch getestet, auf dem Stand über die vollen 2 Stunden hinweg die Peltor Maxim Ballistik. Absolut störfrei. Also problemlos mit den Gelkissen hier draufgesetzt. Es gibt zum Bestellen nachträglich dann noch, falls es mal ausgenudelt ist, es wird porös und so weiter, gibt es dann nochmal extra ein Paket, neue Gelkissen mit neuen Schaumstoffeinlagen, um es einfach wieder frisch zu machen. Die Produkte habe ich euch unten selbstredend in den Affiliate-Links gepostet. Preislich liegt der SportTag bei ca. 130 €. Es geht mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Ich sage aber auch ganz ehrlich, dieser Gehörschutz ist ein Geld in jedem Fall wert. Angetrieben wird er mit den 2 mitgelieferten AAA-Batterien. Ich möchte euch auch nicht groß mit irgendwelchen technischen Tabellen, Daten und so weiter langweilen, weil das macht in meinen Augen wenig Sinn. Ich verlasse mich hier ein bisschen auf mein eigenes Gefühl. Und ich habe auch eine Sache lernen müssen. Die Wahl des richtigen Gehörschutzes kann unter Umständen stark davon abhängig sein, auf was für einem Stand ich schieße und wie stark die Belastung sein wird.
Ich stoße bei dem Impact Sport aufgrund der hohen Schussfrequenz, 10 Schützen, die, sage ich mal, jeder 5 oder 6 Schuss parallel rausgeben, kann durchaus einen Gehörschutz schon überlasten, wenn er aktiv ist. Dafür kann es potenziell andere Modelle geben, die das eher verkraften. Bei einem Indoor-Stand ist die Geräuschkulisse eine andere als beim Outdoor-Stand. Das muss man immer bedenken. Ich sage, der Sportec ist ein guter Allrounder, innen wie außen. Die Dämmwirkung, wie gesagt, absolut top. Die Geräuschverstärkung durch die Mikrofone, absolut top. Ich kann das Ding ausschalten, schalte ihn 2, 3, 4 Tage, Woche später, 14 Tage später wieder ein und die Lautstärke ist genauso eingestellt, wie ich es hinterlassen habe. Super Idee und finde ich ganz, ganz toll. Von daher, ich kann den Sportec von 3M Peltor absolut empfehlen. Ist ein super Ding. Von daher, Prädikat, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, unten posten. Im Regelfall antworte ich innerhalb einer relativ kurzen Zeit darauf. Bis denne.